Wir grüßen euch, danken euch für eure Präsenz, für eure Öffnung, laden euch ein, in Hingabe zu empfangen, das, was wir euch geben möchten. Schaut, die Qualität der Weichheit dient euch. In der Weichheit fließt ihr mit den Energien. In all den Inkarnationen, in all den Erfahrungen, die ihr durchlaufen habt, habt ihr gekämpft, in der Abtrennung gekämpft, um euer Leben, dieses zu sichern. So viel Schmerz und Leid habt ihr erfahrbar gemacht. Daraus sind viele Verhärtungen in euch entstanden, Mauern habt ihr hochgezogen, Verkrustungen, um Energiebereiche in eurem System, Abkapselungen sind geschehen, Abspaltungen, Stückelungen eures eigenen Seins. Schaut, in der Weichheit darf alles wieder fließen, eins werden in euch. Schaut, eure Sehnsucht ist, eins zu werden mit dem All-Eins-Sein, mit allem, was ist. Doch vorerst dürft ihr wissen, es geht darum, eins zu werden mit euch selbst. Ihr glaubt, eins zu sein mit euch selbst. Doch wisst darum, der Lebenskampf in der Abtrennung durch all die Schutzmechanismen haben dafür gesorgt, dass ihr euch abgetrennt habt, Stückelungen entstanden sind. Das Erwachen ist das Zusammensetzen, das Zusammenfließen von allem, was ihr seid. Ihr seid so viel mehr, als ihr im Jetzt wahrnehmen könnt. Die Angst in der Dunkelheit, die Angst in der Abtrennung lässt euch immer wieder verhärten, lässt euch in den Kampf fallen, lässt Trennung in euch entstehen, euch zu einzelnen Teilen werden. Dies ist die Abtrennung in euch selbst. So schaut, die Abtrennung ist im Außen, doch durch euren Lebenskampf geschieht die Abtrennung in euch. Anteile von euch werden geschützt abgetrennt. So was wäre, wenn wir euch sagen, in Weichheit darf alles zusammenkommen, was in euch ist, alle Energien dürfen fließen, wieder eins werden. In Verbundenheit. Eure Wesenheit darf sich in Vollkommenheit erfahren, in Weichheit, in Hingabe zu euch selbst, in Hingabe zu dem All-Eins-Sein, zu allem, was ist. Schaut, Liebe ist fließende Energien. Durchströmen euch fließende Energien, seid ihr in Liebe. Liebe vervollkommt euer Sein, eure Wesenheit. Macht euch wieder ganz. Verbindet in euch. Energien beginnen zu strömen, zu fließen. In all den Inkarnationen, in der Linie der Zeit, habt ihr gelernt, euren Willen einzusetzen? Der Wille ist der Motor des Lebenskampfes. Vorstellungen haben geprägt. Vorstellungen über euch selbst, über das Leben. Der Motor, euer Wille, hat versucht, dies umzusetzen, sodass ihr am Leben bleiben könnt. In Weichheit fließt ihr in der Wahrhaftigkeit eures Seins. So dürft ihr wissen,
Euer authentischer Ausdruck wird ein anderer sein als das, was euer Wille will. Eure Bilder über euch selbst werden gelöscht in der Weichheit im Fließen mit euch selbst. Dies erschafft Unsicherheit in euch, denn Neues erscheint, neue Erfahrungen, Räume, in denen ihr euch nicht auskennt, das Gefühl habt, euren Schutz zu verlieren, zu fallen in Unwissenheit. So wird der Wille wieder hochgefahren, Schutzmechanismen greifen. Versteht, es geht nicht darum, dass wir werten über euch. Unsere Liebe ist mit euch in jedem Jetzt. Doch möchten wir hier zu euch sprechen, damit ihr verstehen könnt, damit ihr ein Bild bekommt, begreift, was das Erwachen bedeutet. Erwachen ist die Erkenntnis über eure Wahrhaftigkeit, in Hingabe, in Weichheit fließend. Einström in den Lebensfluss eurer Seele, in den Einklang komm mit dem, was durch euch in den Ausdruck gebracht werden möchte, gesendet von eurer Seele. Euer Wille darf lernen, sich schlafen zu legen. Eure Vorstellungen, all die Bilder dürfen gelöscht werden. In diesem Moment beginnt das Abenteuerleben und ihr werdet sehen, wie viel Wunder sich eröffnen in euren Leben, wie viel Wunder erscheinen. Dinge geschehen, von denen ihr nie geträumt habt, nicht gedacht habt, dass dies möglich ist. So erkennt, dass Schutzmauern, der Motor Wille, Begrenzungen setzt. Begrenzungen zu all den unendlichen Möglichkeiten des Lebens. Das Leben ist unendlich in all den Facetten, all der Komplexität, die ihr mit eurem Verstand nicht ein bisschen erfassen könnt. Ihr seid eingebunden in dem Leben, eingebunden im Lebensfluss. Ihr seid Teil dieses Wunders. Doch euer Wille zieht eine Mauer, grenzt euch ab. Natürlich, aufgrund eurer alten Abtrennungserfahrungen, doch jetzt ist es an der Zeit. Es ist an der Zeit, euch zu vervollständigen, zu erwachen, die Mauern fallen zu lassen, euren Willen schlafen zu legen, in Hingabe, in Weichheit fließen, um die Wunder des Lebens zu erkennen, wie ihr eingebunden seid in all der Schönheit, in der Liebe, im Licht, auf Erden. Es ist nicht das Jetzt, wo ihr bereits schon in die geistige Welt aufsteigt. Dies ist nicht jetzt eure authentische Erfahrung. Noch geht es darum, euer authentisches Sein auf Erden zu manifestieren. Ihr seid Meister der Materie, so wandelt ihr Materie. Dies nennt ihr Wunder. Im Fließen in der Weichheit mit eurer Seele erschafft ihr Wunder, erschafft ihr Materie im Einklang eurer Wahrhaftigkeit. Dies erfüllt euch zutiefst. Hier seid ihr im Dienen eurer Seele und gleichzeitig dient ihr der Gemeinschaft auf Erden, all den Menschwesen. So erinnert euch in jedem Jetzt, fallt ihr in euer Alltagsbewusstsein hinein. Erinnert euch an eure Weichheit.
Erinnert euch an das Fließen der Energien, die Liebe, die durch euch strömt. Erinnert euch an euer Herzenslicht. Ihr seid die Präsenz des Lichtes. Ihr seid die Präsenz der Liebe, die verbinden möchte, die vervollständigt, die euch in das Erwachen bringt, im Fluss des Lebens, in Anbindung mit eurer Seele. Erinnert euch. Ihr seid gehalten und getragen in jedem Jetzt. Wir danken euch, verneigen uns vor euch. Sind mit euch in jedem Jetzt. Gesegnet seid ihr. Amen.